Nächster Versuch. Autsch. 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 Trank. Hier hätte ich mir natürlich Blocken gewünscht. Hier hätte ich mir auch Blocken gewünscht. Das hat alles keinen Sinn so. Da kommt auch schon der zweite. Ich komme nicht drauf klar. Ich habe keine Chance. So, nächster Versuch. Waren ja nicht irgendwie schon 10 Millionen Versuche? Autsch. Autsch. Schade, dass ich dem dritten Angriff nicht auch noch ausweichen kann. Autsch. Schade, dass ich den nicht ausweichen kann. Schade, dass ich auch den nicht ausweichen kann. Weil ich zu low bin. Zu low. Was war das denn für ein Angriff? Den habe ich auch noch nie gesehen. Autsch. Ich verschwende meine Heiltränke. Stirb jetzt! Wichser! Nice. So, da haben wir jetzt den zweiten. Oh, ich habe einen Gargoyle-Helm bekommen. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich 5 Menschlichkeit habe und damit kann man viel anfangen. Yes! Doppelmenschlichkeit, Gargoyle-Hillebade. Oh mein Gott. Und 10.000 Seelen. Endlich! Hallo? Ich hoffe, das ist noch alles richtig so. Unglaublich. Unglaublich. Schauen wir uns erstmal an, was wir alles bekommen haben. Gargoyle-Schild. Der ist allerdings nicht allzu gut, aber was soll's. Dann haben wir eine Gargoyle-Hellebarde, die 115 Schaden macht. Die werden wir dann bei Zeiten einfach mal ausprobieren. Dann haben wir einen Gargoyle-Helm, der wesentlich besser ist als die, die ich gerade habe. Haben wir auch noch was anderes bekommen? Nein, ansonsten, wie gesagt, die Doppelmenschlichkeit und nice. Also es lohnt sich, Bosse mit viel Menschlichkeit zu bekämpfen. Dann bekommt man wirklich gute Gegenstände. Hier war nichts mehr. Hier war auch nichts mehr. Ja, dann würde ich sagen, können wir den Turm hoch. Und kommen in diesem Spiel endlich mal vorwärts. Ich meine, gut, es hat nur 27 Minuten gedauert jetzt. Es hätte auch länger sein können. Deswegen bin ich ja eigentlich ganz froh darüber. Und da sind wir auch schon. Ich muss vorsichtig sein, ich will natürlich nicht runterfallen. Aber die Aussicht ist natürlich wunderschön. Ich würde gerne runterscheißen und irgendwen treffen. Hier sind noch mehr Gargoyles, die mich irgendwie nervös machen. Ja, und hier ist tatsächlich die erste Glocke. Ihr erinnert euch, wir müssten zwei Glocken läuten. Die Glocken der, weiß nicht, Erleuchtung oder so ein Scheiß.
Ja, wunderbar. Erfolg freigeschaltet. Glocke der Untoten. Ab geht's nach unten. Ich weiß natürlich nicht genau, wo es jetzt weitergeht. Wir könnten entweder nochmal zurück zu den Untergründen da bei den Gespenstern. Wir könnten aber auch in den unteren Bezirk der Untotenstadt gehen. Den habe ich übrigens auch gefunden. Gott, wer bist du? Wer bist du denn? Greetings. Willst du mich in den Arm nehmen? Of Kareem, the Paw. Okay. Thou appearest to lack faith. Yet magnanimous are the gods. Okay. Come thou to confess or to accuse. For indeed all sins my domain. Du siehst eher aus, als hättest du einen Fetisch für Latex. Halt widerrufen, Vergebung erbitten, Geste erlernen, Geste erlernen. Na, sieh mal an! Haha! Deswegen steht er da so. Na, sieh mal an, soll das heißen. Na, sieh mal an, da ist einer. Reduziert früher meldet, Verbrechen als eine. Wer Buch des Schuldigen prüft, ist Velkas Talisman. Verstärkt blutungsresistent. Ring der Opferung. Versteckt den. Oh Gott. Okay, der hat also einen Ring gegen Gift. Das ist schon mal nicht verkehrt zu wissen. Meine Herrschaften, bin ich froh, dass ich diesen Scheiß jetzt hinter mir habe. Und ich habe sogar noch einen netten Helm dazu bekommen. Also das macht Dark Souls wirklich unglaublich gut. Dieses Erfolgserlebnis, wenn man wirklich etwas schafft. Die Gegenstände, die man dann bekommt, das ist auch alles sehr motivierend. Und die Seelen und dass man wirklich merkt, dass man stärker wird. Wen ich immer noch nicht tot kriege, sind diese schwarzen Ritter. Das habe ich offscreen auch nochmal probiert. Ich krieg's nicht hin. Bin einfach zu schwach dafür. Ich weiß auch nicht, wie ich die tot kriegen soll. Keine Ahnung. Auch der hat noch was hier. Baldergamaschen. Habe ich zwar schon genug von, aber was soll's. So, ich möchte jetzt erstmal zurück zum Leuchtfeuer. Und dann würde ich sagen, gehen wir in den unteren Bezirk. Ich stelle mir nur gerade die Frage, wie ich da schnell hinkomme. Das wird auch wieder. Das ist auch wieder mit so einem Umweg verbunden. Da ist nämlich einfach der Drache im Weg. Das ist ein bisschen blöd. So, aufsteigen können wir. Zweimal wahrscheinlich. Ich nehme mal zweimal Kondition, das ist mir wichtig. Damit wir etwas mehr Ausdauer haben. Und jetzt müssen wir wieder diesen Weg zurück, den wir gegangen sind, als wir den Drachen umgehen wollten. Also das war diese Passage mit den Ratten, wo ich auch schon fast durchgedreht bin. Man kann nun mal nicht leugnen, dass das Spiel wirklich auch frustrierend ist, auf jeden Fall. Also ich nehme mal den Gargoyle-Schild, der würde mich echt mal interessieren. Ich frage mich, wen man alles one-hitten kann, theoretisch. Ob das auch bei den schwarzen Rittern zum Beispiel geht. Ich bezweifle es sehr stark, aber man kann ja trotzdem mal überlegen, ob es denn ging. Ja. Das war natürlich eine ganz peinliche Vorstellung, mein Freund. Komm schon. Splodge! Da zeigt das Spiel mal wieder, warum es ab 18 ist. Ich glaube, es ist ab 18, oder? Es ist ab 16, ich weiß es nicht mehr. So, ich möchte mal den Gargoyle-Schild nehmen. Ist irgendwas an dem besser? Er sieht sehr schwer aus.
Vielleicht kann man damit ja irgendwie besser... Weiß auch nicht. Irgendwas muss er doch bringen. Irgendwas muss ihn doch besonders machen. Vielleicht fängt er auch besser den Projektilschaden. Ah, Chopper! Tot, out. So, als nächstes kommen die Ratten. Oh my goodness, oh my goodness. Hey, die Pfeile verploppen einfach, die ich in meinem Rücken hatte. Autsch. Gut. Ach, die droppen Menschlichkeit. Wie ja, habe ich mich das nicht schon mal gefragt? Wie Drachen denn menschlich, wie Mäuse, Ratten Menschlichkeit droppen können? Übrigens wäre es vielleicht mal besser, wenn ich... Kleinen Moment. Na, lass mich... No! Nein! Das soll alles weg. Dankeschön. Alles geht kaputt. Okay, so. Es wird nämlich gerade relativ dunkel im Zimmer und deswegen ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn ich... Was ist denn jetzt los hier? So, wenn ich ein bisschen Licht anmache. Ja. Müsste gehen so. Hier drum war natürlich noch einer. Oh! So, wo musste man da lang? Hier, glaube ich. Ja, das war richtig. Was war das denn? Warum habe ich denn da... ...da jetzt Seelen bekommen? Was soll's? Wie wär's mal mit meiner Rüstung? Die könnte ich eigentlich auch mal verstärken, oder? Mach ich später. Start der Unto. Ich zeig euch da mal, was ich entdeckt habe. Nachdem ich die alle besiegt habe. Ihr erkennt schon, dass da vorne die Tür offen ist. Da konnte man nämlich auch eine Abkürzung freilegen, sozusagen. Mach schon. Danke. Und von hier aus kommt man dann eben schnell zum unteren Bezirk. Oh Gott. Mensch, das war eine peinliche Vorstellung. So. Du wolltest unbedingt mitkommen, oder was? Wie darf ich das verstehen? So. Ja. Und wenn man jetzt hier der Treppe nach oben folgt, dann kommt man da oben raus, wo der Taurus-Dämon war. Auf dem Wall sozusagen. Und hier geht's jetzt nach unten zu den unteren Bezirken. Und da sehe ich schon... Was ist das denn? Sind das denn? Oh Gott, sie sind schwach, aber es ruckelt. Oh je. Oh je. Oh je. Was ist das für eine Krankheit? Autsch. Geht doch.